Schwere Unwetter gab es in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder. Und es ist völlig klar, schlechtes Wetter hat massive Auswirkungen auf den Luftverkehr. Aber wie gehen wir Piloten mit Gewittern um? Was bedeutet das für unsere Flugplanung? Und wann wird es vielleicht sogar gefährlich? Erkläre ich euch. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ganz zu Beginn können wir einmal vorwegnehmen, als es vor kurzem zu schweren Unwettern über Deutschland mit Starkregen und böigem Wind mit teilweise deutlich über 100 Kilometern pro Stunde kam, wurden ein paar Dutzend Flüge gestrichen. Einige Maschinen mussten umgeleitet werden und konnten nicht an ihrem geplanten Zielort landen. Andere mussten teilweise mehrere Warteschleifen fliegen, bevor sie einen Anflug beginnen konnten. Im Großen und Ganzen eine ganz normale Situation. Fliegerei ist an solchen Tagen durchaus möglich, aber halt eben unter erschwerten Bedingungen, und das konnte man da ganz gut sehen. Wir starten einfach mal aus der Pilotenperspektive ganz vorne an einem solchen Tag. Zu jedem Flugtag gehört ein ausführliches Briefing. Wir bekommen schon einige Stunden vor dem Flug eine ganze Sammlung an Dokumenten, mit denen man sich erst einmal selbst und dann zusammen mit dem einen oder mit den mehreren anderen Cockpit-Kollegen auf den Flug vorbereitet. Darin enthalten sind Wetterkarten, die uns helfen, die Großwetterlage zu beurteilen, aber auch eine ganze Menge Infos, um das Wetter am Abflug und am Zielflughafen zu den für uns interessanten Zeiten gut einschätzen zu können. Alle drei Punkte sind dabei gleichermaßen wichtig und bekommen von uns gerade an einem solchen Tag die volle Aufmerksamkeit. Wir schauen uns das dann zusammen in der Cockpit-Crew an, besprechen die wichtigsten Punkte, und die wichtigsten Infos über das Wetter am Start- und Zielflughafen bekommen wir aus dem sogenannten META und aus dem sogenannten TAF. Und wie so ein META aussehen kann, das schauen wir uns am Beispiel des 23. Juni am Frankfurter Flughafen an. Ich lese euch das Ganze einfach mal entschlüsselt vor. Der Wind kommt aus Westen mit 43, in Böen sogar bis über 60 Kilometer pro Stunde. Wir haben mehr als 10 Kilometer Sicht, schwere Gewitter, Hagel und Regen, leichte Bewölkung in 450 Metern über Grund, und zwar eine Cumulonimbus-Bewölkung in einfach Gewitterwolken, 22 Grad Celsius, Taupunkt 19 Grad, Luftdruck 1013 Hektopascal, temporäre Schwankung des Wetters mit Wind aus 290 Grad mit 37 in Böen bis über 80 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit, 2000 Meter Sicht, Gewitter, Regen und Hagel und aufgelockerte Bewölkung in 600 Metern bestehend aus Gewitterwolken. So viel Info steckt tatsächlich in so einem kleinen Stück Text. Und das gibt es nicht nur für den Abflughafen, sondern natürlich auch für den Zielflughafen. Und das dann natürlich genauso für den Ausweichflughafen und alle möglichen Ausweichflughäfen entlang der Flugroute. Und das nutzen wir dann als Basis, um eine Entscheidung zu treffen. Und zwar eine Entscheidung für die Treibstoffmenge, die wir an diesem heutigen Tag mitnehmen. Denn das ist die mit Abstand wichtigste Stellschraube an so einem Tag. Ein Verkehrsflugzeug für jeden Flug einfach mal voll zu tanken, das wäre vollkommen sinnfrei. Man schleppt nicht nur eine ganze Menge unnützes Gewicht mit sich rum, sondern es wäre auch völlig ineffizient. Eine ausreichende Menge Reservetreibstoff mitzuführen ist hingegen äußerst sinnvoll und wird auch bei ausnahmslos jedem Flug so gemacht. Wie genau diese Reserve aussieht, das ist gesetzlich festgeschrieben und kann auch von keiner Airline unterschritten werden. Also ganz egal, ob es Ryanair, Lufthansa, British Airways oder irgendeine andere Fluggesellschaft ist, jede Fluggesellschaft muss mindestens diesen Reservetreibstoff mitnehmen. Aufs Einfachste runtergebrochen bedeutet das erst einmal, dass jedes Flugzeug bei der Landung am Zielflughafen noch ausreichend Treibstoff in den Tanks hat, um zu einem Ausweichflughafen weiterzufliegen und um dort noch einmal weitere 30 Minuten bei einem Flugzeug mit Jetantrieb in der Luft zu bleiben. Ist das Wetter schlecht, dann reicht dieser Treibstoff jedoch auch nicht aus, um eine möglichst reibungslose Flugabwicklung zu gewährleisten. Daher liegt es immer in der Hand der Cockpitbesatzung und final in der Hand des Kapitäns, auf diesen berechneten Wert und auf diesen Reservetreibstoff nochmal etwas obendrauf zu tanken, sich also darüber hinaus nochmal weiteren Kraftstoff und damit weitere Zeit in die Tanks zu packen. Denn Zeit ist an solchen Tagen sehr, sehr wertvoll und gibt einem viel Flexibilität. Die Besatzung hat also beim Briefing, um sich ein gutes Bild zu machen, alle wichtigen Wetterinfos in diesen auf den ersten Blick völlig unverständlichen Codes vor der Nase liegen. So gut wie alle Airlines nutzen darüber hinaus auch noch ein paar weitere Tools, ganz vergleichbar mit der Wetter-App auf dem Handy, nur halt dann eben angepasst auf die Bedürfnisse der Luftfahrt, und auch diese Infos fließen dann mit in die Berechnung ein. Mal angenommen, wir wollen an diesem Tag vom Frankfurter Flughafen aus abfliegen. Wir haben uns das META eben zusammen angeguckt. Wetter am Frankfurter Flughafen, an unserem Startflughafen, ist also schlecht.
Sich dafür jetzt große Mengen extra Treibstoff in die Tanks zu packen, ist aber nicht wirklich sinnvoll. Es gilt immer, können wir nach einem Triebwerksausfall, zum Beispiel aufgrund des schlechten Wetters, nicht mehr zum Startflughafen zurückkehren, dann brauchen wir schon dafür eine Alternative. Also wir brauchen einen Ausweichflughafen für den Startflughafen. Das ist vor allem dann interessant, wenn die Sichten sehr, sehr schlecht sind. Das heißt, wenn das so wäre, bräuchten wir schon vor dem Start für den Frankfurter Flughafen einen Ausweichflughafen, obwohl das ja eigentlich unser Startflughafen ist. Aber wir haben uns das Wetter ja eben angeschaut und schlechte Sicht haben wir da jetzt nicht. Also man könnte auch bei einem Triebwerksausfall am Frankfurter Flughafen landen. Und selbst wenn man das nicht könnte, dann müssten wir dafür ja keinen Reservetreibstoff einpacken. Denn wir haben ja sowieso noch den ganzen Treibstoff in den Tanks, den wir eigentlich dafür getankt haben, um unsere eigentliche Flugstrecke zurückzulegen. Hier geht es also vielmehr um die Vorbereitung einer sogenannten Canned Decision, also einer vorgefertigten Entscheidung, die dann im Fall der Fälle schnell umgesetzt werden könnte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, für den Startflughafen brauchen wir schon mal keinen extra Treibstoff. Könnte man meinen, ist aber auch nicht so ganz richtig, denn ein Gewitter bringt oft einen ziemlich großen Nachteil mit sich, und zwar, wenn das Gewitter direkt über dem Flughafen steht, dann wird dort die Abfertigung am Boden unterbrochen. Die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags, was dann super gefährlich für die Leute am Boden wäre, ist einfach viel zu hoch. Solange bleibt also tatsächlich am Boden alles stehen. Es kommt zwangsläufig zu Verspätungen und schnell auch mal zu Staus auf dem Vorfeld oder an der Startbahn, und es fühlt sich definitiv nicht gut an, in der Warteschlange mit laufenden Triebwerken zu stehen und zuzuschauen, wie der eigentlich doch für den bevorstehenden Flug durch schlechte Wetter geplante Treibstoff Stück für Stück schon am Boden verbraucht wird. Im A320 sind das zum Beispiel am Boden alle 10 Minuten etwa 100 Kilogramm Treibstoff, die da durchgehen. Beim A380 wären es schon etwas über 500 Kilo alle 10 Minuten am Boden mit den Triebwerken im Leerlauf. Also, wir starten dann. Und wie ist es dann mit dem ganzen Wetter entlang der Route? Wenn so typische Sommergewitter einen Vorteil haben, dann, dass sie meist lokal begrenzt sind. Sie bauen sich oft an einem Ort auf, bewegen sich recht langsam und fallen dann am Abend oder in der Nacht wieder an sich zusammen. Reichen in dieser Zeit aber wirklich sehr hoch bis an die Tropopause und können von uns, im Gegensatz zu den meisten anderen Wettergeschehen, deswegen auch nicht einfach so überflogen werden. Die ziemlich simple Antwort darauf ist also, wir weichen diesen Dingern ganz einfach aus. Wir fliegen an diesen Gewitterwolken tatsächlich einfach links und rechts dran vorbei. Wir sind also an solchen Tagen im ständigen Austausch mit der Flugsicherung und lassen uns bestimmte Steuerkurse geben, um uns um diese Gewitter drumherum führen zu lassen. Mal links, mal rechts dran vorbei, je nachdem, wie das aufgrund der Windsituation und über das Bild des Wetterradars, was wir an Bord haben, für uns am sinnvollsten erscheint. Nennenswert extra Treibstoff kostet auch das übrigens nicht. Das heißt, auch dafür müssten wir eigentlich nicht großartig viel extra Treibstoff mitnehmen. Erst wenn nicht nur ein einzelnes Gewitter, also ein einzelner Wolkenturm umflogen werden muss, sondern eine ganze Reihe von Gewitterwolken, eine sogenannte Squall Line, eine Gewitterlinie umflogen werden muss, die den Flugweg blockiert, dann braucht man dafür nochmal zusätzlichen Treibstoff. Oder es wird, wenn man die schon vorher erkennen kann, proaktiv vor dem Flug drumherum geplant. Und so machen wir das dann bis in den Anflug hinein. Links und rechts an all den Gewittern vorbei, alles mit dem Wissen, dass das Flugzeug sehr viel mehr verkraften könnte als die Insassen. Auf der einen Seite Sicherheit, völlig klar. Auf der anderen Seite aber auch ganz klar Komfort. Das sind die beiden großen Gründe, nicht durch eine Gewitterwolke hindurchzufliegen. Der spannendste Teil ist aber jetzt der Anflug. Denn was machen wir, wenn eine dieser langsam vorbeiziehenden Gewitter genau über dem Flughafen steht? Das bedeutet in den allermeisten Fällen tatsächlich ganz einfach, dass der Flughafen geschlossen ist. Der Flughafen ist für einen bestimmten Zeitraum dann nicht anfliegbar. Nicht nur, weil, wie eben schon angesprochen, dann die Abfertigung am Boden erstmal auf Pause gesetzt wird, sondern weil es, wenn sich ein Gewitter direkt über dem Platz oder im Anflugsektor befindet, auch wirklich gefährlich werden könnte. Denn mit Gewittern geht oft in mehr oder weniger ausgeprägter Form ein Phänomen namens Downburst einher. Das ist eine Fallböe im Niederschlagsbereich des Gewitters. Und man kann sich das wirklich so vorstellen wie einen kleinen Bereich, so eine kleine Röhre quasi, in dem Luftmassen schnell in Richtung Boden fallen, dort auftreffen und dann zu den Seiten hin abgelenkt werden. Und wenn wir da jetzt hineinfliegen, dann erfahren wir zuerst einmal einen zügig zunehmenden Gegenwind. Auf einmal haben wir also mehr Auftrieb, denn aufgrund unserer Massenträgheit sind wir über Grund eigentlich erstmal genauso schnell wie eben auch noch, als es diesen Gegenwind noch nicht gab. Es kommt aber auf einmal sehr viel, sehr schnelle Luft von vorne. Dann haben wir auf einmal eine höhere Geschwindigkeit bezogen auf die Luft, die sich um uns herum bewegt, und damit auf einmal auch sehr viel mehr Auftrieb, der uns nach oben hin aus dem Anflugprofil rausheben könnte. Wir müssen also die Nase runterdrücken, müssen diesen Auftrieb irgendwie wieder wegbekommen, müssen vielleicht sogar die Triebwerksleistung zurücknehmen,
weil wir zu viel Energie im Flugzeug haben. Und genau in diesem Moment geraten wir in diesen eigentlichen Abwind und der drückt dann das Flugzeug richtig in Richtung Boden. Und bis man darauf richtig reagieren kann, erfahren wir auf einmal stark zunehmenden Rückenwind, der dem Flugzeug die Möglichkeit nimmt, sicher höher aufbauen zu können. Denn es gilt genau die gleiche Ausgangslage wie eben. Aufgrund der Massenträgheit haben wir über Grund gesehen erstmal ein und dieselbe Geschwindigkeit. Auf einmal kommt aber dieser Rückenwind dazu. Das heißt, unsere Geschwindigkeit relativ zu der uns umgebenden Luft wird auf einmal deutlich niedriger und wir haben weniger Auftrieb, als wir eigentlich in dieser Situation brauchen. Und das kann in Bodennähe richtig gefährlich werden. Zwar sind alle Flugzeuge mit Warnsystemen für genau dieses Phänomen ausgestattet, weil aufgrund dieses Phänomens auch schon Maschinen abgestürzt sind in der Vergangenheit und viele Menschen gestorben sind, aber bewusst in diese Dinger hineinfliegen, das tun wir auf gar keinen Fall. Wenn man so ein Gewitter über dem Flughafen oder im Anflugsektor abwarten kann, Stichwort Stellschraube, extra Treibstoff, dann tut man das. Denn danach kann es durchaus sein, dass die Situation wieder vollkommen ruhig ist und man auch ganz normalen Anflug machen kann. Es vielleicht ein bisschen windiger ist als sonst und ein bisschen turbulenter als sonst, aber eben dieses gefährliche Phänomen und dieses Gewitter halt nicht mehr über dem Flughafen hat. Aber wenn man das eben nicht abwarten kann oder es eben andere operationelle Gründe dafür gibt, dann kann dieser Flug so nicht stattfinden. Es muss zum Ausweichflughafen geflogen werden, es muss umgedreht werden. Dann kommen all diese Dinge zustande, die man da auf Flightradar so schön beobachten kann. Und so bringen Gewitter neben starken Winden, die die Limits der Flugzeuge überschreiten können, Turbulenzen und Starkregen auch ganz klare Dinge mit sich, von denen wir uns ganz einfach fernhalten. Fliegen ist an diesen Tagen nicht gefährlicher als sonst. Aber aus den eben genannten Gründen, aus den nachvollziehbaren Gründen, ist es eingeschränkt. Verspätungen und Flugausfälle sind damit unumgänglich. Es kann einfach nicht die Kapazität abgewickelt werden, das abgewickelt werden, der Flugplan abgewickelt werden, der sonst an ganz normalen Tagen abgewickelt wird. Damit wird aber eben garantiert, dass die Leute, die fliegen können, alle auch wirklich sicher an ihr Ziel kommen. Das war jetzt wirklich nur die Oberfläche dieses Themas. Also Meteorologie ist ein wirklich komplexes Thema und wir bekommen das in unserer Ausbildung ja auch nur sehr oberflächlich mitgegeben. Ebenso oberflächlich, wie wir es brauchen, um ein Flugzeug sicher von A nach B bringen zu können. Deswegen, wenn ihr eine Ahnung von Meteorologie habt, ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Punkte für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.